der politischen Entscheidungsfindung und wer darauf Einfluss nimmt. Und ganz speziell geht es da um die Rolle der Stadtwerke und die Gaslobby. Und wir haben ja in den letzten Monaten leidvoll sehen müssen, wie um das Gebäudeenergiegesetz eine große Kampagne gefahren wurde. Aber auch auf kommunaler Ebene nehmen verschiedene Akteure Einfluss, die nicht unbedingt immer das Gemeinwohl im Sinn haben. Und wie das alles zusammenhängt, das erklärt uns heute Dr. Christina Deckwirth von Lobby Control. Lobby Control hat gemeinsam mit anderen Organisationen einen Aufruf an die Stadtwerke initiiert und sie gebeten, aus dem Lobbyverband Zukunft Gas auszutreten. Warum das eine gute Empfehlung ist oder warum eine Mitgliedschaft problematisch ist, das wird sie uns jetzt erklären und eben auch aufzeigen, wie die Gasindustrie Einfluss nimmt. Herzlich willkommen, Christina, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von mir und vielen Dank für die Einladung. Ich habe eine Präsentation mitgebracht und teile die hier. Einen Moment. So, ich fürchte, das klappt hier nicht gleich auf Anhieb. Moment. Ich würde kurz die Lücke nutzen, um noch zu sagen, dass Sie die Fragen jederzeit im Chat stellen können. Wir werden die aber dann erst zum Ende der Vorträge oder des Vortrags aufgreifen. So, ist jetzt mein vollständiger Bildschirm zu sehen? Ja, aber noch im Arbeitsmodus. Okay, ach, das Problem hatte ich eben schon. Das tut mir total leid. Ich probiere es noch ein letztes Mal. Ah, jetzt müsste es klappen. So, jetzt sieht man es hoffentlich richtig. Genau. Ja, tut mir leid, ich hatte extra geübt, aber ich, ja. Gut, trotz des holprigen Starts noch einmal. Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christina Deckwirth. Ich arbeite bei Lobby Control im Berliner Büro. Wir haben noch ein Kölner Büro, deswegen muss ich das immer dazu sagen. Kurz, wer Lobby Control nicht kennt, ein paar Worte hat ja die Kollegin schon gesagt. Wir sind eine NGO, die zum Thema Lobbyismus arbeitet. Wir setzen uns für eine lebendige, transparente Demokratie ein und dazu gehört auch einseitige Lobbyeinflüsse zu Lasten des Gemeinwohls sichtbar zu machen und diese dann auch zurückzudrängen. Und ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die fossile Lobby, also das Thema Klimakrise als ein großes gesellschaftliches Problem, wo die fossile Lobby eben auch eine wichtige Rolle spielt. Die wollen wir sichtbar machen. Und da haben wir uns in den letzten Monaten vor allem mit der Gaslobby beschäftigt als wichtigstem Thema. Und in diese Arbeit möchte ich einen kleinen Einblick geben. Ich stelle zunächst so ein bisschen vor, wer ist überhaupt die Gaslobby, um dann überzugehen zu den Stadtwerken und zu unserer Arbeit dazu. Ja, als wir mit dem Thema Gaslobby angefangen haben, dazu zu arbeiten, haben wir uns erstmal gefragt, wer ist überhaupt die Gaslobby, wer ist überhaupt die Gasindustrie und haben da einen Blick geworfen auf die Gaslieferkette. Um erstmal zu sehen, ja, was gibt es da überhaupt für Akteure? Und das ist ja weniger bekannt als zum Beispiel bei der Autoindustrie, wer da eigentlich die wichtigsten Akteure sind. Viele der Konzerne sind gar nicht bekannt. Und es zieht sich eben über eine gesamte Gaslieferkette von der Förderung bis zu über Handel, Transport, Speicher bis hin zur Versorgung. Und entlang dieser Lieferkette finden wir überall große Konzerne, also im Bereich Förderung zum Beispiel Wintershall als deutscher Konzern, Gazprom oder in Deutschland mittlerweile Sefe. Die sind auch durchaus im Midstream-Geschäft aktiv. Und die Stadtwerke finden wir eben am Ende dieser Lieferkette im Bereich Versorgung. Also sie versorgen die Haushalte, aber auch in die Industrie vor Ort, unter anderem eben mit Gas.
Und sie betreiben auch die Gasverteilnetze vor Ort. Und überall entlang dieser Gaslieferkette gibt es eben große, mächtige Konzerne mit sehr viel wirtschaftlicher Macht, die sich aber auch in politische Macht überträgt. Und das ist das, wo wir zum Thema Lobbyismus kommen. Die großen Konzerne betreiben eben auch Lobbyarbeit. Und das lässt sich zum Beispiel anhand ihrer Lobbyausgaben ein bisschen genauer bestimmen. Es gibt in Deutschland mittlerweile das Lobbyregister, in dem Konzerne und Lobbyverbände aufzeichnen müssen, wie viel sie für Lobbyarbeit ausgeben. Wir haben uns den Bereich Gas angeschaut. Wer sind da eigentlich die Akteure? Wie viel geben die aus? Und hier sieht man eine Übersicht über die 10 größten Konzerne im deutschen Gasmarkt nach Lobbyausgaben. Die sind natürlich nicht alle nur im Gasgeschäft. Also E.ON ist nicht nur im Gasgeschäft aktiv, RWE auch nicht. Aber alle diese Konzerne haben zumindest einen großen Anteil ihres Geschäfts im Bereich Gas. Ja, wo verstecken sich hier die Stadtwerke? Wir haben hier tatsächlich ein Stadtwerk auch dabei, die Stadtwerke München, die verschiedene Stadtwerke auch haben. Also es ist ein großer, durchaus auch Gaskonzern, allerdings in öffentlicher Hand. Und wir haben die Tüger und auch E.ON. Und auch dahinter verstecken sich viele Stadtwerke. Die Tüger ist ein also zur Tüger gehören sehr viele Stadtwerke. Das ist hier eine Karte, auf der man sieht, wie viele Stadtwerke in Deutschland zur Tüger gehören. Und auch E.ON, das ist vielen gar nicht so bekannt, hat sehr viele Anteile an Stadtwerken. Ich habe hier so eine kleine Liste reinkopiert. Das müssen Sie nicht im Detail lesen. Das kann man im Geschäftsbericht nachlesen, an welchen Stadtwerken E.ON Anteile hat. Überwiegend nicht zu 100%, sondern durchaus auch 25, 50%. Das ist ja auch nur ein Teil. Also E.ON hat tatsächlich an sehr vielen Stadtwerken in Deutschland Anteile, durchaus auch an größeren Stadtwerken, wie zum Beispiel Westenergie oder auch Avacon. Teilweise auch, wie gesagt, zu 100%, teilweise auch weniger. Ja, und wer sind noch wichtige Akteure, wenn man sich die Lobby anguckt? Das sind natürlich die Verbände. Also Lobbyarbeit betreiben natürlich nicht nur die Konzerne, sondern auch große Lobbyverbände, die die Arbeit der verschiedenen Konzerne und Akteure in dem Bereich bündeln. Und die möchte ich kurz vorstellen, um so ein bisschen so einen Überblick zu geben, wer sind eigentlich die Gaslobbyakteure. Der größte Verband ist BDEW. Das ist ein Energielobbyverband. Wasser umfasst er auch und eben auch Gas. Das ist vor allem der große Verband, der sehr viele Akteure bündelt, also durchaus auch aus dem Bereich Erneuerbaren, aber auch die großen Gaskonzerne. Durchaus auch kommunale Unternehmen und der sehr engen Kontakt zur Politik pflegt, auch mit einer Grünen an der Spitze, entsprechend auch guter Kontakt ins grün geführte Wirtschaftsministerium. Dann haben wir den DVGW, das ist ein sicherlich nicht ganz so bekannter Verein, das ist der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfachs, also auch hier ist Wasser mit dabei. Dieser Verein ist auch ein technischer Regelsetzer, das heißt, die machen vor allem auch Regelvorgaben, wie zum Beispiel zu Methanmessungen, die dann auch sozusagen staatlich anerkannt werden, ist gleichzeitig aber auch ein sehr einflussreicher Lobbyverband. Ist, wie gesagt, sehr viel weniger bekannt als die anderen Akteure. Wen vielleicht einige hier kennen, ist der VKU. Das ist der Verband kommunaler Unternehmer und praktisch der Stadtwerke-Lobbyverband. Und der Vollständigkeit halber auch noch erwähnt ist auch, dass die Fernleitungsnetzbetreiber über FMB Gas auch einen Lobbyverband haben. Und hier in die Mitte gestellt habe ich Zukunft Gas. Zukunft Gas bündelt die verschiedenen Akteure der Gasindustrie. Es sind vor allem große Gaskonzerne Mitglied wie Shell, VNG, Wintershall, aber eben auch eine ganze Menge Stadtwerke. Und zu Zukunft Gas komme ich später gleich noch, wenn es konkreter um die Stadtwerke geht. Wichtige Akteure im Bereich der Gas- oder Energiepolitik sind natürlich auch Verbraucherschutzverbände und Umweltschutzverbände. Und da herrscht aber ein sehr großes Ungleichgewicht, wenn man sich die Lobbyausgaben und durchaus auch den Einfluss auf die Politik anschaut. Wie gesagt, es lässt sich an den reinen Zahlen der Lobbyausgaben ganz gut zeigen. Wir haben für 2021 rund 40 Millionen Euro Lobbyausgaben für die Gasindustrie aus dem Lobbyregister rausgezogen. Das werden noch einiges mehr sein, weil zum Beispiel Gazprom und die Gazprom-Tochterunternehmen nicht im Lobbyregister sich verzeichnet haben. Und wir haben das dann verglichen mit den drei größten Umweltverbänden, die mit einem Erdgasschwerpunkt arbeiten, also Deutsche Umwelthilfe, Greenpeace und BUND in diesem Fall. Die arbeiten auch zu vielen anderen Themen, aber eben schwerpunktmäßig auch zum Thema Gas. Und hier kommen wir nur auf 1,5 Millionen oder gerundet 1,6
6 Millionen Euro Lobbyausgaben. Das heißt, wir sehen hier eine sehr große Übermacht der Gaslobby, was die Lobbyausgaben und entsprechend auch den Lobbyeinfluss auf die Politik angeht. Diese 40 Millionen Euro Lobbyausgaben werden unter anderem verwendet, um sehr gute Kontakte in die Politik aufzubauen. Aber die Gasindustrie hat auch über Jahre Narrative verbreitet, auch mit Hilfe von PR-Agenturen, dass Gas eben sauber ist, klimafreundlich. Vor dem Ukraine-Krieg wurde auch noch verbreitet, dass Gas billig ist. Das hat sich so ein bisschen verändert. Aber es wurde sehr stark in der Politik, in der Öffentlichkeit verbreitet, diese Erzählung, Gas ist irgendwie was Besseres. Gas ist auch besser als Kohle und Gas ist auch ein Partner der Erneuerbaren. Und so wurde es geschafft, dieses Narrativ in der Politik zu verankern, dass tatsächlich die deutsche Politik sehr auf Gas ausgerichtet war. Ja, so viel erstmal zu dem Teil, wer ist die Gaslobby und was macht die Macht der Gaslobby aus? Dann komme ich zu den Stadtwerken und da möchte ich noch mal ein bisschen näher auf Zukunft Gas eingehen. Die Funktion von Zukunft Gas, warum es gegründet wurde, war praktisch eben Gas schön zu reden, Gas zu vermarkten gegenüber Öffentlichkeit, Politik, Stadtwerken mit diesen Narrativen, die ich gerade genannt habe, um damit natürlich die Geschäftsmodelle der Konzerne, die bei Zukunft Gas Mitglied sind, weiter auszubauen, zu erhalten, also weiter Gas zu verkaufen. Mitglied sind, wie gesagt, die großen Gaskonzerne, Shell, VNG, Wintershall, die frühere Gazprom-Tochter Wingas, die sind überwiegend auch im Aufsichtsrat von Zukunft Gas vertreten, aber eben auch zahlreiche Stadtwerke. Zukunft Gas hat auch die Politik über einen Beirat eingebunden. Die sind mit Ausnahme eines Herrn aus dem Verkehrsministerium mittlerweile alle aber rausgegangen. Aber das war eben auch eine Strategie, Bundestagsabgeordnete einzubinden. Und der Vorsitzende Friedberg Pflüger, ein sehr umtriebiger Gaslobbyist, der auch mal im Auftrag von Nord Stream 2 gearbeitet hat. Ein früherer CDU-Politiker führt den Aufsichtsrat von Zukunft Gas an. Ja, wie bindet, oder hier nochmal ein Überblick von einigen Stadtwerken, die Mitglied sind bei Zukunft Gas. Das kann man auf der Webseite nähen. Das ist hier nur ein kleiner Ausschnitt. Und hier sieht man eben aber auch Shell, Wingas, VNG und Wintershall, also die großen Konzerne. Wie hat Zukunft Gas die Stadtwerke angeworben? Seit 2017 gibt es die sogenannten Raustauschwochen. Das war eine Kampagne, die Zukunft Gas angeboten hat für die Stadtwerke, damit sie gegenüber ihren Kundinnen und Kunden werben kann, dass sie sich neue Gasheizungen einbauen. Also praktisch eine Gasheizungsvermarktungskampagne. Und das wurde auch von verschiedenen Stadtwerken, wie ich hier auf der Folie gezeigt habe, also hier Erkrath, Neuss, und Husum zum Beispiel, also von vielen Stadtwerken dann aufgegriffen, die deswegen auch Mitglied dann geworden sind bei Zukunft Gas. Was Zukunft Gas noch hat, um Stadtwerke einzubinden, ist die Plattform H2 Kommunal, also H2 für Wasserstoff. Da geht es darum, Stadtwerke zu vernetzen zum Thema Wasserstoff und Wasserstoff auch gegenüber den Stadtwerken anzupreisen, unter anderem auch beim Heizen. Genau, was sind die Positionen von Zukunft Gas? Das sind hier Ausschnitte von der Webseite von Zukunft Gas und das hier ist von einer Webseite Gas Neu Denken, die auch Zukunft Gas mit betreibt. Hier sieht man ganz klar, wie dieser Verband Gas auch zum Heizen noch immer anpreist und so suggeriert, dass Gasheizungen immer noch eine große Zukunft haben. Vor allem mit dieser Rede von, dass Gas dann schnell ausgetauscht werden kann in die sogenannten neuen Gase, wozu Wasserstoff vor allem gehört, aber auch Biomethan. Und Zukunft Gas preist auch an, dass man sich sogenannte Wasserstoff-Ready-Heizungen schon ganz bald einbauen kann, wo dann so suggeriert wird, naja, dann baut man sich diese Heizung an und dann irgendwann steigt man ganz schnell auf Wasserstoff um, was, wie wahrscheinlich viele wissen, nicht so leicht möglich ist, weil dieser Wasserstoff ja erst bereitgestellt werden muss. Zukunft Gas war auch ein Akteur in der Debatte um das Heizungsgesetz, das GEG, hat auch explizit geschrieben, dass auch diese Plattform H2 Kommunal auch genutzt wird, um auch auf gesetzlicher, auf politischer Ebene dafür zu werben, dass Wasserstoff zum Heizen verwendet werden soll. Das sieht man hier zum Beispiel in diesem Tweet, wo sich Zukunft Gas explizit zum Gebäudeenergiegesetz, also zum Heizungsgesetz, meldet.
Ja, Zukunft Gas ist aber nicht der einzige Akteur, der Stadtwerke einbindet für die Lobbyarbeit. Es gibt auch eine ganz ähnliche Plattform, die heißt H2 vor Ort, und die ist von dem Lobbyverband DVGW, den ich vorhin vorgestellt habe. Also dieser eigentlich eher technische Lobbyverband, der aber eben auch starke politische Arbeit macht, und dem VKU, dem Stadtwerkeverband. Auch hier geht es darum, bei Stadtwerken ja, um Wasserstoff zu werben oder ihnen Wasserstoff sozusagen zu verkaufen. Hier geht es aber vor allem um die Gasverteilnetze. Also H2 vor Ort erstellt eigene Pläne, wie die Gasverteilnetze auf Wasserstoff umgebaut werden können, legt dafür konkrete Pläne vor und tritt damit auch sehr stark an die Politik heran, betreibt also Lobbyarbeit auch eben dafür, dass die Gasverteilnetze auf Wasserstoff umgestellt werden. Auch hier sind wieder zahlreiche Stadtwerke Mitglied. Und H2, vor Ort bindet auch die Politik ein, unter anderem den Wasserstoffbeauftragten der SPD-Fraktion, Andreas Rimkus, der auch im Gebäudeenergiegesetz ein wichtiger Akteur war. Und auch verschiedene Mitglieder vom Nationalen Wasserstoffrat, auch die Vorsitzende Katharina Reiche und noch ein anderes Mitglied. Der Wasserstoffrat ist von der Bundesregierung eingesetzt, um die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung zu bearbeiten. Also auch hier direkte Verbindungen in die Politik hinein. Und auch die Botschaft von H2 vor Ort ist, dass mit Wasserstoff geheizt werden sollte. Für die Heizung kein Problem, für den Klimaschutz und die Energiesouveränität in Deutschland ein echtes Plus. Das ist eine durchaus fragwürdige Botschaft. Ich denke, dass viele sich schon mit dem Thema Wasserstoff beschäftigt haben. Ich nenne nur kurz die Stichworte. Bei Wasserstoff ist klar, es ist sehr teuer. Es ist ein eher ineffizienter Energieträger. Er ist vor allem für die Industrie tatsächlich notwendig. Also insofern will ich gar nicht dagegen reden, dass Wasserstoff für die Energiewende wichtig ist. Aber es bestehen sehr große Zweifel von Fachleuten, dass Wasserstoff wirklich fürs Heizen sinnvoll ist. Da ist sich die Fachwelt, vielleicht sind auch einige hier doch sehr einig, dass Wasserstoff zum Heizen eben keinen Sinn macht und steht damit ganz klar gegen diese Lobbybotschaften, die von diesen beiden Plattformen und Verbänden ausgehen. Es wird auch so gesagt, dass eigentlich dieser Exkurs oder dieser Rekurs auf Wasserstoff praktisch so eine Lizenz zum Nichtstun für die Stadtwerke ist. Also wenn Stadtwerke für Wasserstoff werben, bremst das eigentlich die Energiewende vor Ort aus, weil es einfach nicht realistisch ist, dass mit Wasserstoff tatsächlich in Zukunft geheizt werden kann. Und wichtig ist natürlich auch noch zu wissen, wenn von Wasserstoff die Rede ist, wird immer suggeriert, es sei klimafreundlich. Klimafreundlich ist aber nur der grüne Wasserstoff, der aus Erneuerbaren hergestellt wird, der nochmal sehr viel teurer ist, während der andere Wasserstoff und Wasserstoff, den es im Moment gibt, ist zu 99% noch aus fossilen Energien. Das heißt, Wasserstoff ist nicht irgendwie gleich grün und klimafreundlich, sondern Wasserstoff kann eben vor allem auch aus fossilem Gas sein. Also, wer für Wasserstoff Lobbyarbeit macht, macht eigentlich Lobbyarbeit für die Fortsetzung von fossilen Gasgeschäften. Ja, ich habe noch eine kleine Folie mitgebracht, die nochmal zeigt, wer hat eigentlich beim Heizungsgesetz und auch bei der kommunalen Wärmeplanung mitgeredet. Und das war vor allem der VKU, also der Stadtwerke-Lobbyverband, der eben unter anderem auch diese Plattform H2 vor Ort mit der Wasserstofferzählung prägt. Und tatsächlich ist ja die Wasserstoff-Ready-Heizung auch mit aufgenommen worden und die Option auf Wasserstoff im Heizungsgesetz. Ja, ich möchte jetzt abschließend, ich gucke noch mal kurz auf die Zeit, ja, das passt, einen kleinen Einblick in unsere Arbeit dazu geben. Das hat die Frau Zimmermann ja schon erwähnt, dass wir auch zum Thema Stadtwerke und Gaslobby eine eigene Kampagne gestartet haben. Wir haben aber zunächst auch sehr viel Recherche zu dem Thema gemacht. Wir haben eine eigene Studie zur Gaslobby veröffentlicht. Die finden Sie auch auf unserer Webseite, können Sie sich da gerne runterladen oder bestellen. Wir haben verschiedene Blog-Einträge, also Blogartikel geschrieben, konkret zu den Stadtwerken, wie vor allem Zukunft Gas die Stadtwerke einspannt, wie die Gaslobby beim Heizungsgesetz mitgeredet hat und mit wem sich die Bundesregierung eigentlich vor allem getroffen hat. Das können Sie, wie gesagt, gerne alles auf unserer Webseite nachlesen. Und dann haben wir eben diese Kampagne gestartet,
Stadtwerke raus aus der Gaslobby, die zielte tatsächlich darauf ab, Stadtwerke anzusprechen, aus dem Verband Zukunft Gas auszutreten. Stadtwerke haben einen Gemeinwohlauftrag. Stadtwerke sind dafür zuständig, vor Ort die Wärmeplanung in Richtung, die Wärmewende in Richtung Zukunft, Zukunftsfähigkeit voranzutreiben. Und dem stehen die Narrative und die Arbeit von Zukunft Gas entgegen, weil sie zwar immer, also preisen, sie seien für klimafreundliche Gase und stehen für neue Gase, aber eigentlich vor allem diese Botschaft von Wasserstoff vorantreiben, was, wie gesagt, eine sehr irreführende und fragwürdige Botschaft ist. Ja, wir haben eine Online-Petition dazu gestartet. Wir haben einen offenen Brief an die Stadtwerke geschrieben, die bei Zukunft Gas Mitglied sind. Es gab später auch noch einen gemeinsamen Aufruf mit über 70 Organisationen, an dem wir auch beteiligt waren, der sich auch nochmal an die Stadtwerke, die bei Zukunft Gas Mitglied sind, gerichtet hat. Wir haben vor Ort auch Aktionen gemacht. Das ist hier vom VKU Stadtwerke-Kongress in Köln. Da waren wir vor Ort und haben auch nochmal unsere Botschaft an die Stadtwerke-Vertreter, die zu diesem Kongress gegangen sind, herangebracht. Wir waren da sehr sichtbar, haben auch Flyer verteilt mit unserer Petition. Es gab parallel auch an anderen Orten, an denen Stadtwerke bei Zukunft Gas Mitglied sind, Aktionen, wo Leute vor Ort auch nochmal ihre Stadtwerke direkt adressiert haben, aus Zukunft Gas auszutreten. Und die Kampagne hatte durchaus ja recht große Wirkung. Es gab einige Medienberichte, durchaus ja korrektiv, also einem bundesweiten Recherche Medium in Fachmagazinen wie auch der VKU-Zeitschrift, der Zeitung für kommunale Wirtschaft oder auch vor Ort hier ein Beispiel aus Frankfurt. Also in vielen regionalen Medien wurde unsere Arbeit und auch die Arbeit von anderen Organisationen, die auch daran beteiligt waren, durchaus aufgegriffen. Und wir haben durchaus den Eindruck gewonnen, dass auch über eben zum Beispiel die Stadtwerke-Zeitung und dadurch, dass wir auch bei dem Kongress sozusagen so sichtbar waren, ist auch innerhalb des VKUs oder innerhalb verschiedener Stadtwerke da eine Debatte entstanden ist, was uns sehr gefreut hat, was ja durchaus auch Ziel unserer Arbeit war. Und ganz konkret sind auch tatsächlich einige Stadtwerke aus Zukunft Gas ausgetreten. Da ist wichtig zu sagen, dass das nicht alles natürlich nur an unserer Arbeit lag. Einige sind schon früher ausgetreten oder hatten andere Gründe, warum sie ausgetreten sind. Einige haben uns aber direkt auch zurückgespiegelt, warum sie ausgetreten sind, also aus Klimaschutzgründen auch oder weil sie auch Zukunft Gas als Verein als ja ähnlich wie wir als fragwürdig ansehen. Genau, hier einfach nochmal ein Überblick von rund 100 Mitgliedern, die noch im letzten Jahr auf der Mitgliederseite verzeichnet sind, sind ungefähr 26 ausgetreten und einige davon durchaus auch wegen unserer Arbeit dazu. Und von einigen Stadtwerken gab es auch eine klare Positionierung. Das sind zwei Zitate aus Schleswig-Holstein. Die haben sie nicht uns gegeben, sondern der Schleswig-Holsteinischen Zeitung, wo nochmal deutlich wird, hier von Sören Schuhknecht von den Stadtwerken Elmshorn. Es geht darum, die Klimaziele einzuhalten und die Welt zu retten, sagt er so deutlich. Es ist, wie gesagt, nicht Fridays for Future Aktivist, sondern ein Stadtwerkgeschäft. Dabei kommt uns als Stadtwerken eine Schlüsselrolle zu. Deshalb wollen wir aus den fossilen Brennstoffen aussteigen und da brauchen wir kein Gaslobbyverband mehr. Also so haben die Stadtwerke begründet, warum sie aus Zukunft Gas ausgetreten sind. Und ein zweites Zitat, auch aus Schleswig-Holstein: Wir müssen aus dem Gas aussteigen. Was soll ich da mit einem Lobbyverband, der für Gas aus erneuerbaren Energien wirbt, Wasserstoffheizung für die Zukunft Gas wirbt, sein? Der totale Quatsch und viel zu teuer. Auch das, wie gesagt, sagt kein Klimaaktivist, sondern ein Stadtwerkechef. Ja, unsere Empfehlung an die Politik, ich habe es durch unsere Kampagne gezeigt, unsere Forderung war Stadtwerke raus aus der Gaslobby, hier am Beispiel Zukunft Gas. Wir wünschen uns Debatten im VKU. Der VKU, also der Stadtwerkeverband, hat sich in der ganzen Debatte ums Gebäudeenergiegesetz und auch um die Werbeplanung als ein sehr gasindustriefreundlicher Akteur erwiesen, obwohl wir eben, wie wir gerade gesehen haben, ja wissen, dass es durchaus andere Positionen gibt von Stadtwerken. Wir wissen, dass es Debatten im VKU gibt und würden uns freuen, wenn die weitergeführt werden, dass sich so ein Lobbyverband auch durchaus vielleicht auch neu aufstellen kann gegenüber der Politik und wirklich eine Wärmewende auch mit vorantreibt. Es braucht ausreichend Abstand zur Gasindustrie und
Und es muss eben aufgepasst werden von Stadtwerken, dass sie sich nicht so umgarnen lassen oder einbinden lassen in die Lobbystrategien, wie es eben über die Plattform H2 Kommunal und H2 vor Ort passiert. Wir halten es auch für gut und wichtig, dass sich Stadtwerke organisieren und vernetzen für eine zukunftsfähige Wärmeversorgung, gerne innerhalb des VKUs, gerne auch in anderen Foren. Und was natürlich immer wichtig ist bei dem Thema, da sind wir nicht der Akteur, der das gegenüber der Politik einfordert, aber es ist natürlich wichtig, eine laute Stimme zu haben, dass auch wirklich ausreichend Finanzierung für die Wärmewende vor Ort ist, weil sie ja daran durchaus scheitert und das natürlich auch dazu führt, dass Stadtwerke eben auch auf Lösungen setzen, die vielleicht kurzfristig gedacht ihre Geschäftsmodelle erhalten, aber langfristig problematisch werden. Ja, damit bin ich auch durch. Wenn Sie mehr Informationen bekommen wollen über unsere Arbeit auf unserer Webseite, wie gesagt, da sind unsere ganzen Recherchen verlinkt, unsere Studie, gerne auch auf unserer Lobbypedia. Da gibt es zum Beispiel auch einen ausführlichen Eintrag zu Zukunft Gas, wer da nochmal genauer nachlesen will. Auf unseren Social-Media-Kanälen können Sie uns gerne folgen oder auch gerne unser Newsletter abonnieren, da mal reinschauen, um mit uns in Kontakt zu bleiben, was uns sehr freuen würde. Ja, vielen Dank. Damit bin ich durch. Ja, vielen Dank für den Input. Dann schauen wir mal in die Runde. Gibt es Verständnisfragen zunächst? Sonst würde mich nochmal auch an die ganze Runde interessieren. Wir haben ja unterschiedliche Stakeholder in dieser Seminarreihe zu Gast. Also ich weiß, dass einige bei den Stadtwerken arbeiten. Ich weiß, viele engagieren sich in der Zivilgesellschaft. Es gibt auch durchaus Vertreter aus kommunalen Verwaltungen. Und mich würde interessieren, ob Sie da Erfahrungen gemacht haben mit Diskussionen, zum Beispiel bei Ihrem Arbeitgeber, ob Sie da uns Einblicke geben können. Also ich möchte das auch möglichst wertfrei halten. Also wir wissen, wir haben unterschiedliche Hüte auf und es gibt unterschiedliche Interessen. Das liegt in der Natur der Sache. Aber genau, dass man einfach so mal ein bisschen sich austauschen kann, um vielleicht auch eine andere Seite zu verstehen. Und es gab Meldungen. Ich muss kurz, Florian Hinze war, glaube ich, als erstes. Ja, hallo. Ja, ich fand Ihre Recherchen sehr, sehr interessant und habe da mir alles durchgelesen, Pipelines in die Politik und so, weil ich mich nämlich beruflich mit dem Gebäudeenergiegesetz beschäftige und da jetzt auch Vorträge drüber halte. Mich würde mal interessieren, ob also die Rolle der Grünen vor allem, denn bei der FDP und SPD ist ja sowieso klar, dass denen die Energiewende total egal ist. Und aber bei den Grünen bin ich mir nicht sicher, wollen die nicht anders oder können die nicht anders? Also es gibt ja einige Beispiele, wo auch grüne Politiker dann die Seiten gewechselt haben, wie zum Beispiel Kerstin Andrae, die dann die erste Fraktionsvorsitzende der Grünen war und dann Chefin vom BDEW. Aber so die Mehrheit der Grünen, also ich frage mich immer, ist es eher Unfähigkeit, dass die dann das machen, was die Gaslobby sagt, weil sie es nicht besser wissen? Oder ist es eher, dass die ja irgendwie nicht anders können? Oder ja, woran liegt es? Jetzt sprechen wir natürlich nicht für die Grünen, aber du hast ja die Debatte verfolgt die letzten Monate. Könntest du da, Christina, dazu sagen, was so dein Eindruck ist? Ja, also es gab ja verschiedene wichtige Prozesse. Also das Heizungsgesetz ist wahrscheinlich allen noch sehr in Erinnerung als sehr, sehr große und laute Debatte. Aber es gibt im Bereich Gas ja auch, gab es zum Beispiel die Debatte um die LNG-Terminals, den Ausbau der LNG-Terminals. Das war noch viel präsenter, als wir unsere Studie veröffentlicht haben.
Und in den verschiedenen Prozessen haben die Grünen durchaus unterschiedliche Rollen eingenommen. Also beim Ausbau der LNG-Terminals war es ja auch das Wirtschaftsministerium unter grüner Führung, unter Habeck, die das sehr stark vorangetrieben haben, wo sie sich auch sehr unbeliebt gemacht haben bei verschiedenen Umweltverbänden. Durchaus ein Thema, was jetzt noch läuft. Also da haben sich die Grünen nicht gerade als Vorreiter einer Energiewende in Richtung Klimaschutz gezeigt, sondern da stand für sie auch ganz klar diese Angst vor Versorgungsengpässen im Vordergrund. Und ja, genau, Kerstin Andreae zu erwähnen, finde ich auch immer wieder sehr wichtig. Die ist Chefin vom BDEW, also vom größten Energielobbyverband, der sich auch nicht gerade gaskritisch, sage ich mal, zeigt. Und da gibt es eben auch enge Verbindungen ins grün geführte Wirtschaftsministerium, sehr häufige Treffen, wie wir auch festgestellt haben. Beim Gebäudeenergiegesetz, beim Heizungsgesetz hatten die Grünen natürlich eine andere Rolle. Das haben wir alle gesehen. Es wurde lautstark überall kritisiert, dass sie das sehr stark voranbringen wollten, sehr stark gepusht haben. Das war ganz klar ein Gesetz, was so ein grünes Projekt werden sollte, wo sie eben sehr, sehr viel Gegenwind bekommen haben. Das haben wir alle miterlebt. Die Grünen haben da tatsächlich viele Fehler gemacht, gerade was Kommunikation angeht. Sie haben es sicherlich wie auch viele Akteure aus der Klima- und Umweltszene nicht vorhergesehen, nicht gut genug vorhergesehen, wie groß diese Debatte wird, wie schwierig das Thema ist und wie viele Ängste das da tatsächlich bei den Menschen auslöst. Sie haben offenbar zu wenig mitgedacht, dass das Materielle, also das Finanzielle da eine große Rolle spielt, den Leuten eben von vornherein zu sagen, hier Wärmewende, ihr kriegt das auch, da gibt es auch viele Zuschüsse. Da haben die Grünen viele Fehler gemacht. Gleichzeitig gab es eben eine riesige, mächtige Gegenkampagne angetrieben von der Bild-Zeitung und natürlich auch durch Vorarbeit der Gasindustrie, der Gaslobby, die das Heizungsgesetz und sicherlich besser vorhergesehen haben als andere Akteure. Also eine sehr ambivalente Rolle bei den Grünen. Vielen Dank. Bevor ich den nächsten Redner dran nehme, eine Frage aus dem Publikum, ob es die Möglichkeit gibt, herauszufinden, welchen Beitrag mein Stadtwerk an den Lobbyverband Zukunft Gas zahlt. Entschuldigung, jetzt habe ich hier gerade im Chat gelesen. Genau, Heizungsgesetz war einfach der populäre Name, der in den Medien auch viel genannt wurde. Das Gesetz heißt natürlich richtig Gebäudeenergiegesetz. Das gibt es auch schon länger. Es war eine Reform des Gebäudeenergiegesetzes. Wenn ich von Heizungsgesetz rede, dann ist das sozusagen nur eine Umschreibung, die in den Medien ja auch viel verwandt wurde. Und Entschuldigung, die Frage nochmal. Genau, was kann ich denn machen? Wie kann ich herausfinden, welchen Beitrag mein Stadtwerk an den Lobbyverband Zukunft Gas zahlt? Gute Frage. Es gab eine Recherche von Korrektiv dazu, wie viel die Stadtwerke zahlen an Zukunft Gas. Da haben einige Stadtwerke geantwortet. Das kann man bei Korrektiv auch nachlesen, andere aber nicht. Man kann natürlich auch selber Anfragen stellen über das Informationsfreiheitsgesetz oder fragt den Staat oder auch die Stadtwerke vor Ort einfach nochmal fragen. Wer Mitglied ist bei Zukunft Gas, sieht man auf der Webseite von Zukunft Gas, wobei einige, die da verzeichnet sind, auch mittlerweile schon gekündigt haben, aber da noch drauf verzeichnet sind. Also durchaus gerne einfach mal vor Ort nachfragen bei dem einzelnen Stadtwerk, wie viel zahlt ihr eigentlich? Das ist ja durchaus wichtig zu wissen, auch vor Ort. Vielen Dank. Und dann ist die nächste Meldung, Dr. Michael Huber von den Scientists for Future. Ja, als erstes will ich darauf aufmerksam machen, dass es ja ein Policy Paper der Scientists for Futures gibt zum Thema Wärmewende, wo speziell gegen den Wasserstoffeinsatz für die Gebäudewärme sich ausgesprochen wird. Und das findet ihr als Link also auch im Chat. Und das Zweite ist, dass ich also nochmal auf eine Lüge gleich aufmerksam machen will, der man gleich entgegentreten muss, also in Richtung Endverbraucher. Es stimmt zwar, dass also das Niederdruckverteilnetz für Erdgas relativ problemlos auf 100% Wasserstoff umgestellt werden könnte. Was aber überhaupt nicht stimmt, also diese Gasthermen, die jetzt als H2-Ready verkauft werden, vertragen nur bis 30% Wasserstoff und müssen dann für 100% Wasserstoff entweder umgerüstet oder sogar komplett erneuert werden, sagen selbst die Hersteller. Also das würde man mal die Endverbraucher darauf aufmerksam machen, damit also praktisch da die Leute nicht in die Irre laufen und jetzt irgendwelche Fehlinvestitionen machen.
Weil sie dürfen ja nach dem GEG, dürfen sie ja H2-Ready-Gasthermen nach wie vor neu installieren. Das ist das Problem. Ja, und dann will ich noch mal sagen, was die Tendenz ist vor Ort. Also überall, ich kriege das jetzt so mit bei Bürgerenergiegenossenschaften und so weiter, überall mischt jetzt schon die Gaslobby, die Wasserstofflobby mit und bläst also die tollsten Ideen, dass man lokal Wasserstoff erzeugt und dann ins Netz einspeist und verheizt und so weiter. Und das Ganze wird befördert zum Beispiel von der E.ON-Tochter Avacon, die ja gleichzeitig im Mittelspannungsstromnetz tätig ist und gleichzeitig im Gasmitteldrucknetz tätig ist. Und die sagt also, es wäre viel besser, statt die Stromnetze auszubauen, stattdessen also erstmal lokal aus dem Überschussstrom Wasserstoff zu erzeugen und dann also zu verheizen. Das ist also jetzt gerade eine ganz starke, und das wird von denen also über die Lobby auf die Landesregierung und die Bundesregierung also verbreitet. Da muss man entgegenhalten. Das wollte ich mal angemerkt haben. Vielen Dank, dann Jens Clausen. Müssen wir kurz das Mikro anschalten. Seid grüßt. Drei kleine Anmerkungen. Zum einen, ich fand es spannend, heute einen Link zugeschickt zu kriegen nach Schleswig-Holstein. Die Stadtwerke Heide hatten bisher den Plan, Wasserstoff mit dem Erdgas zusammen an ihre Kunden zu verteilen. Seit 3 Jahren wird ein großes Projekt zur Elektrolyse und Verteilung vorbereitet. Das ist die Tage eingestellt worden, weil selbst bei enthusiastischer Beurteilung der Zukunftsaussichten die Preise so hoch sind, dass es keinen Sinn macht. Ich vermute, dass wir uns Mühe geben, Erfolge zu verbreiten, weil sie einen sehr großen Wirklichkeitswert transportieren. Also auch für andere Stadtwerke, die sich dann fragen, sollen wir das selber auch noch mal rausfinden? Der zweite Punkt: Es gibt seit einigen Tagen eine Studie der Cornell University, die sich mal mit den Klimaemissionen von LNG inklusive Liefer- und Transportkette beschäftigt hat. Und bei LNG, was mit Schweröltankern um die Welt gefahren wird, Emissionen von bis zu 1,1 Kilogramm pro Kilowattstunde findet. Das ist ungefähr dreimal so viel wie Heizöl. Auch das ist ein Argument, was wir, glaube ich, stärker in die Szene reintragen müssen. Dritter Punkt. Ich habe lange Jahre mich mit ökologischen Strategien von Unternehmen beschäftigt. Und immer wieder festgestellt, dass die Leute in Unternehmen sich keineswegs einig sind, sondern dass die im Zweifelsfalle ja auch miteinander streiten und ringen. Und ich vermute, dass die ganze Argumentationskette, die wir hier in Richtung Stadtwerke und Energiekonzerne nutzen, eigentlich so aufgestellt werden sollte, dass wir nicht die Unternehmen als Feinde irgendwie hinstellen, sondern die Position als Feinde hinstellen, um es uns offen zu halten, Freunde in den Unternehmen zu finden, die unserer Meinung sind. Also wir dürfen nicht alle pauschal angreifen. Ich halte das für tendenziell eher ungeschickt. Vielen Dank. Ich würde noch dran nehmen, Ralf Böcker, auch von den Scientists for Future. Ja, hallo, danke für den Vortrag und für eure unermüdliche Recherche und Investigationsarbeit ist ganz, ganz wichtig. Ich frage mich, was wir mit den 74 Stadtwerken machen, die offenbar den Warnruf nicht gehört haben und nach wie vor aktiv, mehr oder weniger aktiv auch Werbung für Wasserstoff machen. Allen voran die Stadtwerke Hassfort, die sich da ja völlig zur Erfüllungsgehilfen für Zukunft Gas gemacht haben. Da wird man wahrscheinlich nicht unbedingt auf Support hoffen dürfen. Aber ich sehe insbesondere die Stadtwerke in Hamburg, die offenbar immer noch ihren Kunden einreden, dass man sich weiter ans Gasnetz anschließen soll, dass das alles wunderbar wasserstoffneutral wird. Und das ist natürlich ein fetter Brocken, was die Kundenreichweite angeht. Und noch eine Sache, hier war eine Aussage, dass man Wasserstoff brauchen würde, um Spitzenenergie aus PV zu speichern. Das scheint mir das neue Märchen zu sein, wo mittlerweile auch den Grünen einigermaßen ins Gehirn geschissen worden zu sein scheint. Denn tatsächlich, um Photovoltaikspitzen zur Mittagszeit zu speichern und sie über die Nachtstunden gestreckt ins Netz zu bringen,
müssten wir den großen Solaranlagen überall Batteriespeicher vorsehen. Ich sehe im Moment überhaupt keine Initiative, eine Batterieindustrie und den Einsatz von Batteriespeichern zu fördern. Stattdessen wird einfach hier auf quadratkilometerweise Photovoltaik in die Landschaft gesetzt, wo man schon feststellt, dass die Netze gar nicht tragfähig genug sind, um diese Mittagsspitzen abzuführen. Und deswegen müssten wir eigentlich eine Initiative mal machen, dass wir eine Förderung brauchen für eine Batteriespeicherindustrie, die eben nicht nur Lithiumzellen für den Automobilbereich vorsieht, sondern stationäre Speicher mit hoher Zyklenzahl und geringen Installationskosten. Und wir brauchen ein Förderprogramm, um den Anlauf dieser Batteriewirtschaft in die Wege zu leiten. Wenn ich halt für einen völligen Schwachsinn Elektrolysekapazitäten aufzubauen, also erstmal den Solarstrom ins Netz zu bringen, dann Elektrolysekapazitäten irgendwo aufzubauen und dann diesen Wasserstoff irgendwie noch weiter zu transportieren. Ein riesiger Irrweg. Danke. Ja, vielen Dank auch für die Kommentierung der technischen Fragen, weil also es sind noch einige Fragen genannt worden. Das ist natürlich nicht quasi das Fachgebiet von Christina Deckwirth, was die technische Entwicklung angeht. Aber wir haben ja hier eben kompetente Unterstützung von den Scientists for Future. Also alle Fragen, die jetzt auch nicht gestellt werden, weil die Referentin eben da auch, weil es nicht ihr Themengebiet ist, die werden wir trotzdem im Anschluss beantworten und Ihnen zuschicken, eben dann mit aus dem Wissen der Scientists for Future Community. Aber die Frage, die ja noch im Raum steht, was machen wir denn jetzt mit den letzten 74 Stadtwerken? Ja, also da finde ich den Hinweis nochmal wichtig. Es gibt in Deutschland über 1000 Stadtwerke. Also es sind wirklich nur einige bei Zukunft Gas organisiert. Insofern ist natürlich nicht nur die Frage, was machen wir mit den 74 Stadtwerken, die noch bei Zukunft Gas sind, sondern insgesamt, was machen wir mit den Stadtwerken und wie schaffen wir es vor Ort, die Stadtwerke wirklich als Partner und genau natürlich nicht als Gegner zu sehen und sie einzubinden für die kommunale Energiewende vor Ort, die ja jetzt über die Wärmeplanung einfach, wo die nochmal sehr, sehr wichtige Akteure werden. Meines Wissens sind die Stadtwerke Hamburg gar nicht Mitglied bei Zukunft Gas. Insofern wäre das schon so ein Beispiel für ein Stadtwerk, wo sozusagen unsere Kampagne da ins Leere läuft. Die adressiert halt nur einen Teil und steht eher so ein bisschen beispielhaft dafür, dass sich Stadtwerke nicht einbinden lassen von der Gaslobby. Genau, insofern, ich denke, es ist wichtig, lokal aktiv zu werden. Da gibt es auch verschiedene Gruppen, die das machen. Genau, ihr selber ja auch als Bürger. Begehren Klimaschutz, Umweltinstitut München, mit denen haben wir in der Kampagne zur Zukunft Gas auch, waren wir auch im engen Austausch. Auch die werden weiter zu dem Thema arbeiten. Genau, da sind wir nicht mehr der Akteur, die jetzt kommunal die Proteste oder die Dialoge organisieren. Das müssen dann andere Gruppen tatsächlich vor Ort machen. Okay, vielen Dank. Dann gibt es noch eine Meldung von Michael Huber. Ja, ich wollte nur anmerken, dass ich auch glaube, dass bei diesen 74 Stadtwerken, natürlich bei vielen anderen, die jetzt da gar nicht dabei sind, dass die genau wissen oder sehr viele doch genau wissen, dass das letzten Endes ein Wasserstoffmärchen ist, was da verbreitet wird. Aber dieses Märchen glauben sie gerne, weil das große Problem, was sie wirklich haben, dass sie sagen, wir müssen jetzt ja riesige Investitionen in wirklich CO2-freie Lösungen hier vor Ort machen. Und das können oder wollen wir nicht stemmen. Und das ist übrigens auch, was ich gemerkt habe, immer das Argument von E.ON und Co. gegenüber den Stadtwerken. Um Gottes Willen, das wird euch Milliarden kosten und so weiter. Und das bremst total. Also ich glaube, das muss man berücksichtigen. Aber deswegen heißt es natürlich nicht, dass wir nachlassen müssen, sondern wir müssen weiter unsere Botschaft bringen, dass es natürlich trotzdem ein Irrweg ist, weil man verschiebt ja dann die Kosten nur in die Ferne. Okay, dann gucke ich in die Runde. Sie können sich melden über Reaktion und da das Handzeichen, dann landen Sie direkt ganz vorne bei mir in der Ansicht. Dann sehe ich auch, dass Sie was sagen wollen. Und Florian Hinze nochmal. Ja,
ist es eigentlich, also was ist so der Eindruck, denken diese Gaslobbyverbände wirklich, dass man auf Wasserstoff umstellen kann? Oder behaupten sie das nur, um so lange wie möglich ihr Geschäftsmodell Erdgas fortzuführen? Denn das, also alle, die ich kenne in der Fachwelt, sind sich einig, dass Heizen mit Wasserstoff der totale Schwachsinn ist, und auch viel, viel zu teuer, also um eine Größenordnung zu teuer. Aber es ist ja so, diese Wasserstoffregelung im GEG zum Beispiel, die ist ja so gestrickt, dass man mit diesen H2-Ready-Kesseln die 65% erneuerbare Energieregelung umgehen kann. So, und dann ist es so, je unwahrscheinlicher der Umstieg auf Wasserstoff ist, desto mehr lohnt sich der Einbau eines H2-Ready-Kessels, denn je unwahrscheinlich der Umstieg ist, desto länger kann man mit Erdgas heizen, was halt viel billiger ist als Heizen mit Wasserstoff. Das heißt, selbst wenn man genau weiß, dass Wasserstoff niemals kommen wird, dann kann es sich sozusagen trotzdem lohnen, so einen Kessel einzubauen und dann einfach so lange, wie es geht, mit Erdgas zu heizen. Und wenn das Erdgas irgendwann abgestellt wird, kann man ja dann immer noch auf die Wärmepumpe zum Beispiel umsteigen. Also man ist ja nicht dazu gezwungen, dann den Kessel auf H2 umzustellen. Genau, deshalb die Frage, ob die selbst daran glauben oder nicht. Ja, das finde ich eine sehr interessante Frage. Das wäre natürlich interessant, von den Akteuren das selber zu hören. Also soweit ich weiß, ist ja auch jemand von Zukunft Gas hier anwesend. Vielleicht können die das nochmal sagen. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das nicht bekannt ist, weil die Meinung ja so oder die Fachwelt sich da ja sehr einig ist. Was halt schon, was wir so hören aus Gaslobbyverbänden, ist dann, dass so gesagt wird, naja, aber das Stromnetz ist ja auch, das ist ja auch schwierig, das kann ja auch überlastet sein. Was ja durchaus wichtige Argumente sind, und das finde ich auch sehr wichtig, die einzubringen, und ich finde es auch wichtig, durchaus zu betonen, es ist eine schwierige Umstellung. Da müssen noch viele Debatten geführt werden. Aber warum wir eben Akteure wie Zukunft Gas so stark kritisieren, ist, dass mit diesem Wasserstoffgerede eben sowohl Politik als auch Verbraucherinnen und Verbraucher einfach tatsächlich in die Irre geführt werden. Und wie bewusst das jetzt passiert, diese Irreführung, oder wie man sich vielleicht auch selber einredet, dass es vielleicht doch irgendwie klappt, das finde ich schwierig zu beurteilen. Aber dass es auf jeden Fall funktioniert als Strategie, dieses Wasserstoffmärchen, um wirklich also das Gasgeschäftsmodell zu erhalten und die ganze Wärmewende, die ja sozusagen zum Schaden nicht unbedingt der Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern vor allem der Gasindustrie ist. Also die sind diejenigen, die da wirklich einen riesen Verlust mitmachen. Jetzt habe ich den Anfang meines Satzes vergessen. Also genau, inwieweit das ist so die Frage, ist das, also das entspricht ja einfach den Interessen der Gaskonzerne, die zum Beispiel bei Zukunft Gas organisiert sind. Also diese Irreführung ist im Interesse der Gasindustrie, und das macht es eben so schwierig und wirklich so problematisch, warum wir auch wenn wir sonst auch natürlich den Dialog pflegen und nicht unbedingt uns fein machen wollen, aber weswegen wir eben Zukunft Gas doch mit unserer Kampagne da so stark durchaus auch kritisiert haben. Danke. Dann Helge Erhardt. Ja, wunderschönen guten Tag. Auch ich bin von Scientists for Future. Also ich habe schon sehr bekannte Gesichter etwas sagen hören und wollte den Bereich noch mal ergänzen zu der Stellungnahme. Also die seriöse Wissenschaft ist sich sehr, sehr einig darüber, wie wir also wie eine klimaneutrale Beheizung in Deutschland aussehen kann. Da gibt es ja insgesamt fünf große Studien zu, unter anderem die Langfristszenarien vom Fraunhofer, die das Ganze untersucht haben. Und in jeder dieser Studie ist sehr eindeutig aufgeführt, dass Wasserstoff in der Wärmeversorgung in Deutschland entweder gar keine oder eine sehr kleine Rolle spielt. Ja, also das kann man dort in sehr großen, aufwendig produzierten Studien sehr, sehr deutlich nachlesen. Das wird nicht passieren. Also die Leute, die wissen, worüber sie reden, haben also
eigentlich müssten sie die Informationsgrundlage haben, dass eine H2-Ready-Heizung im Prinzip eine Erdgasheizung mit einem Aufkleber drauf ist und dass Wasserstoff nicht kommen wird und dass das einfach ein Verlängerungsmodell, also eine Verlängerung des Geschäftsmodells des Heizens mit Erdgases ist, weil auch aktuell werden ja noch erschreckend viele Gasheizungen eingebaut und die werden innerhalb der nächsten 15, 20 Jahre werden die dann eben auch Erdgas zum Heizen brauchen und damit kann man eben auch noch durch das bestehende Leitungsnetz Erdgas zum Heizen verkaufen. Ja, und ich glaube, im Langfristszenario vom Fraunhofer ist auch mal aufgeführt worden, was denn so die volkswirtschaftlichen Kosten sind. Und da ist auch sehr klar rausgekommen, dass wenn in die Wärmeversorgung noch ein gewisser Teil, nur das, was möglich ist, das ist schon sehr viel weniger als das, was von den Lobbyisten versprochen oder propagiert wird, dass wenn wir da Wasserstoff eben noch im nennenswerten Anteil in die Energieversorgung mit reinbringen, also wenn das dann überhaupt umgesetzt werden kann, dass das volkswirtschaftlich doch sehr, 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 sehr viele Milliarden mehr kostet, als wenn man die Wärmewende halt effizient und sinnvoll gestaltet und wie das Ganze aussieht. Wie gesagt, es gibt 5 große Studien, wo man da die dementsprechenden Entwicklungspfade mit ein bisschen rauf und runter nachlesen kann. Und ich verrate mal eine Nicht-Überraschung. Die jeweils mit Abstand größte Technik, das wird in jedem Fall die Wärmepumpe sein. Und naja, den Rest kann man sich dann wohl denken. Vielen Dank. Ich möchte auch nochmal weiblich gelesene Personen ermutigen, hier Fragen zu stellen. Ich würde sie dann auch vorziehen, wenn sie sich jetzt vielleicht auch ein bisschen eingeschüchtert fühlen durch das ganze Know-how, was Scientist for Future hier mit seinen Mitgliedern einbringt, können Sie mir auch gerne persönlich eine Chatnachricht schicken, dann stelle ich die Fragen für Sie. Und als nächstes wäre in der Rednerliste Christian Völker. Danke. Ich habe zwei Aspekte. Das eine ist diese Abgrenzung von grünen und blauen Wasserstoff in der Fortschreibung der nationalen Strategie von der Bundesregierung wird auch dieses Narrativ, wir brauchen den blauen Wasserstoff erstmal für den Hochlauf. Und später wollen wir eigentlich alle grünen Wasserstoff fortgesetzt. Dabei ist eigentlich klar, egal wie sich die Preise genau entwickeln, der blaue Wasserstoff wird immer günstiger sein als der grüne. Und das heißt, wenn wir irgendwann blauen durch grünen ersetzen wollen, dann müssen wir auch da eine neue Subventionslawine lostreten oder irgendwie ein zweites Mal im Prinzip den Gasausstieg organisieren. Und da würde ich mir eine viel schärfere, klarere Kommunikation, dass wir nur den grünen Wasserstoff und dass allein das schon auch klärt, dass es nur bei der Wärmeversorgung nicht mit Wasserstoff gehen kann. H2 vor Ort sagt ja, auch in den Verteilnetzen haben wir Gewerbebetriebe, die Bäckereien oder sonst was. Nein, in den Verteilnetzen, die eben 300 Milliarden Euro etwa wert sind und worum die im Moment kämpfen, das ist ja diese Sache, da müssen wir, glaube ich, blauen und grünen Wasserstoff, also als die beiden wichtigsten Farben, sehr viel deutlicher kommunizieren. Und was mich noch interessieren würde, ist, die Liberalisierung von dem Gasmarkt hat ja dazu geführt, dass wir 2 Akteursgruppen haben, die Leute, die Infrastrukturen betreiben, zu denen auch die Stadtwerke gehören und die Fernleitungsnetzbetreiber und die erstmal nur gucken, dass ihre Assets, ihre Werte wasserstofffähig werden. Die haben aber keine Verantwortung dafür, wo der Wasserstoff herkommt. Deswegen beantworten die diese Frage die ganze Zeit nicht. Und für mich verschwinden in der Diskussion und auch als Gegner immer noch die Gashändler. Und da wüsste ich gerne, wie wir da in dem Lobby-Dings uns stärker, also die an die Front holen, uns mit denen auseinandersetzen. Vielen Dank. Dann ist nochmal eine technisch-fachliche Frage gestellt worden, die wahrscheinlich eher nicht an die Referentin geht, sondern gerne auch an die ExpertInnen in der Runde. Und zwar, was sagen Sie zu dem Argument, die Umrüstung auf Wasserstoff ist aus technischer Sicht leichter und realistischer als die Elektrifizierung der Wärmenetze, da die Stromnetze für die zu erwartende riesige Nachfrage nach Strom nicht ausreichend sind?
Und ich gucke mal kurz zu den zu Herrn Dr. Huber. Ja, ich kann was dazu sagen. Also der Ist-Stand ist leider so. Also wir haben zum Beispiel in Niedersachsen 97% zu viel Strom im Mittelspannungsnetz, der also aus erneuerbaren Energien stammt, der jetzt abgeregelt wird. Und dann erscheint es natürlich als leichte Regelung zu sagen, ach, machen wir halt Wasserstoff und dann wird es vor Ort verbrannt. Also so, das wurde zum Beispiel von Avacon propagiert. Aber das ist natürlich ein Blödsinn, weil letzten Endes ist ja praktisch die Wasserstoffgewinnung erfolgt ja aus Strom und ist also mit großen Energieeffizienzverlusten verbunden. Und das heißt, natürlich müssen wir das Stromnetz ausbauen und so weiter. Und dann kann man immer überlegen, wenn man noch irgendwelche Überschüsse hat, was macht man damit und wo macht man dann Wasserstoff und so weiter. Aber den Wasserstoff sozusagen also dafür zu verwenden, als das ist ein teurer Umweg zu dem, was man eigentlich wirklich braucht. Das muss man wirklich sagen. Und übrigens, auch das ist eine schöne Geschichte, eine nicht autorisierte Aussage eines großen Gasfernnetzbetreibers, der hat gesagt, ganz klar, also Wasserstoff wird für Gebäudewärme nicht zur Verfügung stehen und wer was anderes behauptet, soll ruhig weiter träumen. Originalton. Also das ist ganz klar. Also diese Netze stehen gar nicht zur Verfügung. Mit Mühe und Not wollen sie jetzt das Erdgasnetz umbauen, sozusagen in ein Wasserstoffnetz. Das wird auch in Angriff gemacht und ich bin überzeugt, dass sie es tatsächlich machen. Und das heißt aber, dann wird nur eine Drittel der Energiemenge transportierbar sein im Vergleich zur bisherigen Erdgasmenge. Und sonst müsste man praktisch das Ganze verdreifachen, das bisherige Erdgasnetz sozusagen rein von den Kapazitäten her verdreifachen, um praktisch Ähnliches zu erreichen, was man heute mit Erdgas abdeckt. Also wenn das billig ist, dann weiß ich nicht, was billig ist. Okay. Ergänzen könnte man noch, dass die Bundesregierung ja jetzt das Wasserstofffernnetz angekündigt hat. Das soll eine Kapazität von 270 Terawattstunden im Jahr haben. Und auch das reicht ja gerade für die Stahlbranche, die Chemieindustrie und ein paar Kraftwerke. Da werden ja Kapazitäten für die, also weitere Transport von Wärmeträgern überhaupt nicht im Moment mitgedacht. Sondern im Moment ist natürlich so, dass es gar keinen Kunden gibt und von daher kann jeder sagen, ich kriege davon was ab. Wenn man sich die Zahlen genauer anguckt, dann wird die Infrastruktur, die Habeck jetzt angekündigt hat, für die Wärmeversorgung nicht ausreichen. Genau. Gut, dann wollen wir in der Redeliste bleiben und Ralf Böcker wäre dran. Ja, es gibt hier in einem Chat noch eine Diskussion über den Ausbau der Stromnetze. Das hat ja verschiedene Dimensionen. Zum einen um die PV-Anlagen, die jetzt überall entstehen, anzuschließen, muss streckenweise das Mittelspannungsnetz ausgebaut werden, was gar nicht in der Lage ist, 10 Megawatt oder mehr von so einer PV-Anlage wegzutragen. Und da muss man sich überlegen, ob man eben über reine Tagesspeicher, die diesen Stromspitzen in die Nachtstunden strecken, dieses Problem nicht billiger lösen könnte, als durch einen Ausbau der und Ertüchtigung der Bestandsnetze. Was den Netzausbau angeht für die Wärmepumpenversorgung in den Quartieren. Da ist die Situation unterschiedlich. In Neubauquartieren sind oft schon sehr starke Stromnetze verlegt, die in der Lage sind, auch Elektromobilität zu versorgen. Und da kann man über die zeitliche Steuerung von E-Mobilitätsaufladung und Wärmepumpeneinsatz mit Smart Meter Technologie dafür sorgen, dass die nicht alle zur gleichen Zeit dieses Stromnetz überlasten. In Bereichen mit Bestandsgebäuden wird man in einigen Fällen das Stromnetz ertüchtigen müssen. Wenn allerdings überhaupt für diese Bestandsquartiere die Wärmepumpe zur Hauptoption werden sollte, wahrscheinlich wird es in dicht besiedelten Bestandsquartieren eher dann Nahwärmenetze geben, wo man möglicherweise eine Flusswärmepumpe für ein ganzes Quartier unmittelbar ans Mittelspannungsnetz anschließt. Oder wenn man dabei ist, die Straßen ohnehin aufzureißen für ein kaltes Nahwärmenetz, kann man natürlich auch gleich die Stromleitungen mit in den Graben legen, da, inklusive Glasfaser für schnelles Internet etc. Also wir werden hier sehr viele aufgerissene Straßenzüge sehen in den nächsten 20 Jahren und in der Zeit wird man wahrscheinlich auch Erdgasnetze rausreißen. Danke. Dann Markus Daschner.
Sie sind noch stumm. Dankeschön. Geht's so? Ja. Ja, super. Ich hatte jetzt neulich eine Zahl gehört, dass so rund 20% der Bevölkerung anscheinend mit Transformation sich überfordert fühlen oder beziehungsweise nichts groß ändern wollen. Und die wären ja dann vermutlich relativ leichte Beute für diese Versprechen, ja, Wasserstoff-Ready-Heizungen, weil das natürlich der geringste Änderungsaufwand ist. Wie kann man denn vermeiden, dass darüber dann so eine Art kritische Masse entsteht, die dann vielleicht auch im politischen Raum den blauen Wasserstoff am Leben halten, ja, weil die natürlich dann auch Preisdruck reklamieren würden, ja, wenn der grüne Wasserstoff teurer ist und dann also so eben der, ja, genau, diese Gaslobby in die Hände spielen. Tina, wir haben noch 3 Minuten. Also es ist noch ein Aspekt auch offen geblieben vorhin. Da wurde gebeten, dass du noch mal was sagst zur Fokussierung auf die Gashändler, Importeure gegenüber den Infrastrukturbetreibern, sprich Stadtwerken plus FNB Gas. Du bist noch Ja, genau. Ich sehe gerade im Chat nochmal die Frage. Sonst können wir Christian Völker vielleicht auch nochmal kurz, dass er nochmal kurz den Kontext gibt. Ja, ich meine, er hatte ja schon die Wortmeldung, dass es wichtig wäre, die Gashändler auch in den Blick zu nehmen. Ich denke, also Gashändler sind ja zum Beispiel die großen Konzerne Uniper, VNG, Gazprom-Nachfolger Sefe. Und das sind so Konzerne, die sind außer Uniper durch die staatliche Rettung sehr weniger im Fokus der Öffentlichkeit. Also Uniper war ja viel noch überhaupt nicht bekannt. Auch VNG wird immer noch viel nicht bekannt sein. Und Gazprom mit dem neuen Namen wird jetzt auch weniger bekannt sein. Und das macht es natürlich schwieriger, die zu adressieren. Also es gibt ja durchaus auch politische Arbeit oder auch Kampagnenarbeit, die sich auf die Förderunternehmen fokussieren. Also die zu Wintershall arbeiten, wie Urgewalt zum Beispiel. Aber diese Zwischenhändler, die sind sozusagen schwieriger zu fassen und schwieriger zu kritisieren. Bei denen ist natürlich auch noch interessant, dass Uniper und Sefe beide in staatlicher Hand sind. Also die wurden ja beide sozusagen verstaatlicht. Im Zuge der Gaskrise. Und das würde natürlich eigentlich der Bundesregierung auch die Möglichkeit geben, da mehr Einfluss zu nehmen und theoretisch die auch neu auszurichten. Aber also so eine Politik ist einfach gerade überhaupt nicht zu erkennen. Also diese Chance, innerhalb der Gaskrise zu sagen, wir fahren jetzt wirklich Gas weiter zurück. Wir steigen nicht nur aus russischem Erdgas aus, sondern aus Erdgas insgesamt. Ist zwar noch immer offizielle Regierungspolitik, also muss ja passieren bis 45, aber da ist gerade wenig zu sehen, dass das auch ein grün geführtes Wirtschaftsministerium wirklich jetzt stark voranbringt, außer durch eben diesen leicht gescheiterten Versuch mit dem GEG. Ja, insofern als Akteure sind die viel schwieriger zu fassen. Auch FNB Gas wüsste ich auch nicht, ob es da irgendwelche politischen Akteure gibt, die zu diesen Unternehmen arbeiten. So Uniper hat Urgewalt auch so ein bisschen gearbeitet, aber sonst weniger. Ich fand es gut, dass jetzt viele nochmal darauf hingewiesen haben, also nochmal aus fachlicher Sicht auch unterstrichen haben, wie problematisch das mit dem Wasserstoff ist. Und sozusagen aus meiner Perspektive, also aus dieser lobbykritischen Perspektive, finde ich das total wichtig, sich immer wieder darauf hinzuweisen, was das für ein problematisches Narrativ ist und wie das von den Konzernen und Lobbyverbänden wirklich eingesetzt wird, um die ganze Debatte zu vernebeln und um Politik und Verbraucherinnen leider sehr wirksam in die Irre zu führen. Und da denke ich, sind vor allem Stadtwerke vor Ort als glaubwürdige Akteure, die nah an den Menschen dran sind, wirklich wichtige Akteure, dieses Narrativ nicht mitzugehen und vielleicht auch wirklich aktiv dagegen zu sprechen. Das fände ich sehr spannend, wenn von diesen Akteuren, und ich hatte ja schon 2 Zitate genannt, von Stadtwerkechefs, die das auch explizit von sich aus angesprochen haben. Wir wissen auch von anderen, die das auch so explizit aussprechen. Das fände ich sehr wichtig, diese Stimmen wirklich hörbar zu machen, um da wirklich so ein Gegengewicht aufzubauen gegenüber dieser Vernebelungskampagne, die wir von der Lobby so stark erleben und die leider so wirksam auch in der Politik ist, bei den Grünen genauso wie bei SPD und FDP mit ihrer Technologieoffenheitsgeschichte ja sowieso.
Vielen Dank. Ich würde an dieser Stelle die Sitzung beenden, weil wir am Ende der Zeit angekommen sind. Aber wie gesagt, also die Fragen, die noch offen geblieben sind, wenn Sie noch eine haben, schreiben Sie die gerne noch in den Chat. Unsere ExpertInnen und auch Christina werden die Fragen im Anschluss gerne noch schriftlich beantworten und Sie bekommen die dann zugeschickt, die Antworten mit der Präsentation und auch mit dem Hinweis nochmal auf die Aufzeichnung. In 2 Wochen geht es hier dann auch schon weiter mit der nächsten Sitzung Wärme vor 12. Da wird es um das Wärmeplanungsgesetz gehen und wie das eigentlich zusammenhängt auch mit dem Gebäudeenergiegesetz und was das für die Förderung für Kommunen bedeutet und auch für den Verbraucherschutz. Und da begrüßen wir Sebastian Breher vom WWF, der uns mehr dazu sagen wird. Vielen Dank, dass Sie heute eingeschaltet haben. Wir hoffen, Sie bleiben uns treu und hoffentlich bis in 2 Wochen. Und danke nochmal, Christina, für den Input.